Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part von Super Metroid. Wir spielen es hier für den Super Nintendo. Hier bei der Energy Tank, den ich im letzten Part gesucht habe. Und jetzt habe ich ihn einfach so eingesammelt mit einem High Jump. High Jump, yeah. Geil. Und ich habe auch ein bisschen nachgeguckt. Wir waren ja ein bisschen verlaufen im letzten Part und ich weiß, wo der Guide mich hinschicken möchte. Allerdings glaube ich, dass ich da schon gewesen bin. Und außerdem möchte ich hier nochmal gucken, ob hier noch was Geiles ist. Ne, das habe ich schon. Ich erinnere mich. Da war ich schon mal drin. Der Guide möchte nämlich, dass wir einen Raum öffnen mit den Superbomben. Aber ich glaube, da war ich schon drin. Auf jeden Fall müsste bald ein Bossgegner kommen. Aber ich habe keine Ahnung, wie der überhaupt aussieht, was der macht und so. Habe nur gesehen Boss-Section und dann habe ich sofort aufgehört zu lesen, weil ich möchte mir den Spaß nicht nehmen hier. Obwohl ich dann bestimmt wieder total verkacken werde in diesem Bosskampf. Ekelhaft. Das Geile ist jetzt natürlich, wir haben jetzt fast 500 Energie. 499, um genau zu sein. Das sollte reichen, um einige Schüsse auszuhalten. Vielleicht könnten wir somit sogar durch die Lava, aber durch dieses Lavabecken aus dem letzten Part. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den man gehen soll. Kommt man hier überhaupt jetzt hoch mit dem High Jump Boots? Das sah doch so aus, als ob da die Decke ein Loch hätte. Ich möchte das eben nochmal nachgucken. Moin. Kommt man hier hoch? Nee. Okay. Zeitverschwendung vom Feinsten wieder mal. So, hier müssen wir jetzt wieder nach oben. Ey, oh, das ist ja ein total nerviger Raum jetzt. Aber mit den High Jump Boots ist es zum Glück ein bisschen angenehmer, hier hochzukommen. Jo, einfach so hier nach oben. Jump One. Wie richtige Skiller hier. Oh nein, jetzt dreht sich Samus wieder. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran es liegt, ob sie sich manchmal dreht und manchmal nicht. Ah. Und der Part, in dem ich das gefragt habe, ist auch zu dem jetzigen Aufnahmezeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Von daher noch keine Chance, dass ich da eine Lösung des Problems finde. Ah nein. Okay, Glück gehabt. Fast runter. Jetzt hör doch mal auf dich zu drehen, Samus. Ich hasse das, dass sie manchmal so dreht und dann ist sie unkontrollierbar in der Luft, ey. Naja. Okay, wir haben jetzt hier soweit alles erledigt, was ich wollte. Den Energy Tank mitgenommen, der war ziemlich wichtig und ziemlich geil. Ich bin froh, dass ich den jetzt habe. So, jetzt ab nach oben hier und zurück nach Norfair. Da müssten wir nämlich zurück in den Raum, wo hier diese, na wie heißt es? Diese Schleusen vor unserer Nase zugingen und wo wir nur mit den Speed-Schuhen durchlaufen konnten. Und das mache ich doch jetzt mal direkt, nicht? Vorher nochmal unsere Munition alles auffüllen. Auf unserem Schiff hier, das ist ja ein super Speicherort, wo man gleichzeitig noch Munition und Leben auffüllen kann. Also wunderbar. Außerdem speichern, nicht? Wunderbare Sache also. Save completed, yes! Und laut der Minimap sollte hier irgendwo noch ein Upgrade sein, aber keine Ahnung, wo das genau sein soll, keine Ahnung. Okay, volle kann hier durchrennen, durch die Steine. Mit mehr Anlauf bitte, und zwar so viel. Okay. Und hier müssen wir jetzt doch zurückkommen, erstmal nach Brinstar und dann nach Norfair. Das wäre der optimale Plan, den ich hoffe einhalten zu können. So, du Kollege darfst erstmal sterben, obwohl. Was war denn hier überhaupt? Den Raum habe ich nur zur Hälfte erkundet. Was ist denn da los? Ach, hier kam ich nicht rüber. Dafür brauche ich diesen Enterhaken-Dingsens. Okay. Oh, voll die Fanfare. Okay, hier irgendwo ging es nach unten hier, ne? War das nicht hier? Ja, wunderbar. So, direkt unseren Weg zurück nach Brinstar. Das hier müsste jetzt Brinstar sein, nicht? Wir waren jetzt in Criteria, das hier ist Brinstar und als nächstes müssen wir nach Norfair. So heißen diese ganzen Areale, das finde ich ganz cool. Die Namen sind ziemlich stylisch und passend zu dem Setting. Finde ich cool. Auf Planet Zebes sind wir hier unterwegs. War der früher mal bewohnt? Kann sein, ne? Also hier ist ja überall so Technologie und solche Türen. Also irgendwer wird die schon gebaut haben. Das waren wohl nicht die Aliens, ne? Oder diese Metroids hier. Wo muss ich lang? Hier. Okay. Und was ist eigentlich dieser gelbe Punkt auf der Karte, den man gerade gesehen hat? Keine Ahnung. Oh nein, jetzt wieder dieser Raum. Ich möchte nicht in die Blumen fallen. Nein, nicht in die Blumen. Blumen sind blöd. Ich mag keine Blumen. Sowohl an der Decke als auch auf dem Boden. Blumen sind blöd. Früher, als ich noch in der Ausbildung war, musste ich auch immer Blumen kaufen für Jubiläen und wenn jemand gekündigt wurde und als Abschiedsgeschenk dann und so. Naja. So, volle kann hier nach unten ballern und unseren Weg hier. Ewig weit nach unten. Von denen lasse ich mich immer treffen. Jedes Mal, wo ich da vorbeigehe, habe ich mich treffen lassen. Traurig. So, hier ist wieder unser Ort des Vertrauens. Hier können wir gleich wieder nach unten.
Oh nein, erstmal, aber diesen blöden Sprung hier. Nein, ach, verdammt, ey. Mit den High Jump Boots komme ich doch bestimmt so hoch. Nein, oh Mann! Ich hasse es, dass man hier laufen muss und springen gleichzeitig. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, wie kacke mein Controller belegt ist, dass ich da die Tasten drücken muss. So, sterb übrigens mal, danke. Und dieses Klaviersolo finde ich auch super geil. Und er stirbt leider nicht. Und dieser Kaktus hier ballert seine kompletten Kerne an uns raus, ey. Nein. Okay. So, er ist wieder vereist. Der Eisbeam ist eine super geile Waffe. Ich liebe den richtig. Super cool. So können wir fast jeden Gegner komplett, unschädlich machen. Das ist super. Oh Mann, hier gehen wir wieder durch Meridia. Ich bin schon gespannt, wann wir da endlich mal hinkommen, ne? Müsste doch bald soweit sein, oder? Oder brauchen wir da einen neuen Anzug für? Obwohl, ich glaube nicht, ne? Unter Wasser kann man doch auch atmen mit dem normalen Anzug. Oder auch mit dem Varia-Suit. Aber für Lava brauchten wir einen neuen Anzug für Hitze. Die rote Rüstung quasi aus Goronia. Link brauchte sie auch, um in den Feuertempel und in den Vulkan da zu gehen. Ich glaube, hier musste man rein, ne? Das hier war doch der Raum mit den schließenden Türen. Okay, volle Kanne durchspeeden! Woo! Okay, hier ist nämlich ein Ort für die Superbomben und ich war tatsächlich noch nicht hier drunter. Das wundert mich jetzt. Ich hätte schwören können, dass ich hier schon mal war. Okay. Ist hier irgendwas Geiles noch? Oh nein, verdammt, das war eine Superbombe. Ja, das passiert, wenn man aus Versehen die Items nicht de-equipped. Oh, jetzt er auch noch hier. Was ist er denn für einer? Geh mal weg, ey. Oh, Energie. Er braucht dich jetzt zwar nicht so dringend, aber egal. Geht's hier nicht auch noch eine Runde oder so? Nee. Okay, ich lasse mich trotzdem von jedem Mist hier treffen, obwohl ich schon die Gegner vereisen kann. Mann! Blödi! Hier geht's nicht noch runter, ne? Aber es ist cool, ich habe tatsächlich den Weg gefunden, wo es hier weitergeht. Aber was heißt gefunden? Ich habe im Guide Verdammt. War das gut, dass ich da so runtergefallen bin? Naja, auf der Karte ist kein Raum verzeichnet, den man vielleicht verpasst hätte. Gehen wir einfach mal hier rein. War wahrscheinlich nur der Rückweg oder so. Okay. Oh, Moinsen. Haha. Das sind jetzt rote Sichtlos, also Xerox quasi, die Weiterentwicklung. Xerox ist eines der coolsten Pokémon, glaube ich, ne? Naja. So viel Pokémon habe ich eigentlich in letzter Zeit gar nicht gespielt. Und gerade jetzt, wo Pokémon XY rausgekommen ist oder rauskommt, zum Zeitpunkt dieses Videos müsste es schon draußen sein, glaube ich. Aber ich habe ja in Pokémon nur die erste und zweite und dritte Generation richtig gespielt. Das fällt der Boden hier zusammen, ja, na toll. Ja, und danach hört meine Pokémon-Erfahrung leider auf. Okay, das war ein bisschen blöd. Ich hätte den kompletten Weg hier laufen müssen. Oh nein! Danke. Ich dachte, der Stein kommt nicht mehr wieder, aber dann wäre ich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Okay, ich muss den kompletten Weg hier lang rennen, dass ich hier mal genug Anschwung habe und durch die Wand rennen kann. Einfach so, volle Kanne. So wie im echten Leben auch. Ha! Okay. Cool. Wunderbar. Ein neues Areal quasi. Wir können einen neuen Ort betreten. Und das sind jetzt rote Kakteen, also besonders scharf, glaube ich. So wie Peperoni sind in Rot ja auch schärfer als andere Farben. Oder gibt es eigentlich andere Farben? Peperoni? Ich glaube, grüne gibt's. Bin ich mir nicht sicher. Blaue auf jeden Fall nicht. Naja, mal gucken. Hier können wir speichern. Das möchte ich gerne tun. Und jetzt haben wir drei mögliche Wege, die wir gehen könnten. Wir könnten nach unten, nach rechts oder oben weitergehen. Was sagt denn die Karte so? Oben würde sich anbieten, weil wir dann zurückkämen zu einem Ort, wo wir schon mal waren. Dann machen wir das doch mal glatt. Ah, vielleicht kann ich da so eine Schleuse öffnen, um eine Abkürzung zu schaffen. Das wäre natürlich auch toll. Oh, aber hier ist Lava. Mag keine Lava. Lava ist warm. Grappling Hook Dingsens. Bin ich hier eigentlich schon gewollt oder soll ich hier noch nicht hin? Naja, man kann ja sich mal den Weg hier bahnen über die Plattformen des Lavabodens hier. Heppa, heppa, wunderbar. Ja, toll, hier ist leider gar nichts. Da oben ist ein Energy Tank, ein Raketendingsbums. Oh, verdammt. War das gut? Ja, okay. Ich dachte schon, ich gehe hier drauf durch die Lava, weil ich nicht hier so hoch genug springen kann. Aber kann ich. Okay, hier komme ich aber ohne den Grappling Hook nicht weiter. Ich glaube, der Sprung reicht nicht. Ups, ne. Nee, der reicht nicht, das ist zu weit. Vor allem bin ich gar nicht gesprungen, aber ist ja auch egal jetzt. Wir gehen einfach einen der anderen beiden Wege, die uns noch offen stehen.
Hier kommen wir ohne den Enterhaken noch nicht weiter. Aber wir können das mal im Hinterkopf behalten, weil da ist noch ein Raketen-Upgrade oder ein Missile-Upgrade, wie der Profi sagen würde, welches ich ganz gerne einsammeln würde. Später. Energie nehme ich trotzdem gerne mit. Danke. So, wir könnten jetzt nach unten oder nach rechts. Keine Ahnung, wo man zuerst lang gehen sollte. Ich probiere es einfach mal hier, weil man da keinen super Missile investieren muss. Und dann ist es auch immer so, dass hier nicht so die krassen Sachen sind. Und wo die Gegner hier einfach herkommen, aus der Lava steigen sie einfach auf. Das ist ja unglaublich. Auch du, du komisches Seepferd hier. Seeper. Also es gibt tatsächlich einige Pokémon hier. Ich springe einfach über dich rüber, du Wurst. Und wieder mehrere Wege hier. Das ist ja unglaublich, wie verzweigt das auf einmal ist. Nach oben könnten wir uns unseren Weg bahnen und mal gucken, wo wir dann hinkommen. Da waren wir auf jeden Fall schon mal. Aber dieser Zwischenraum fehlt uns noch auf der Karte, deswegen mal gucken. Oh, und das ist hier ein immuner Typ. Das ist ja auch uncool. Ich mag keine Immunität von Gegnern. Und wieso braucht er mehrere Schüsse, um feist zu werden? Das ist ja auch ungemein. Ungemein gemein ist das. Ah! Oh, Mist. So, und was ist jetzt hier? Wieso war ich hier noch nie drin? Ach, hier ist so eine Schleuse. Geil, jetzt kann ich die aufmachen und eine Abkürzung schaffen. Wunderbar. Das freut mich. Ich habe eine Abkürzung geschaffen. Das finde ich immer ganz cool, wenn Spiele so eine Abkürzung machen. Sehr bekannt ist ja Skyrim dadurch geworden, weil jedes Dungeon, was man in Skyrim gemacht hat, da war irgendwie am Ende so eine Abkürzung, wo man schnell wieder rauskam. Das fand ich eigentlich richtig cool und nett gemacht. Wunderbar. Und jetzt können wir noch hier lang. Unter uns ist auch ein Raum, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Oh, was ist das Cooles? Ach so, Auffüllstation. Na gut. Energy Recharge completed! Okay, in den Raum unter uns. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber hier ist ja auch noch ein unentdeckter Raum. Mal sehen, was da für Abenteuer auf uns warten. Oh. Nur was für Leute mit Grappling Hook. Also nicht für uns. Mobbing hier. Nur Leute mit einem extrem langen Teil können da lang. Ja. Und ich habe noch keins. Das Grappling Hook fehlt uns noch. In unserem Arsenal ist das noch nicht vorhanden. Das ist traurig. Bestimmt kann man hier auch in eine dieser Lavagruben nach unten, um in den Raum unter uns zu kommen. Aber ich benutze einfach mal den konventionellen Weg durch diese geile Tür hier. Mit einer Super Missile müssen wir die aufknacken. So. Die Musik gefällt mir jetzt nicht so ganz, muss ich sagen. Oh, diese Musik, ey, das ist ja schrecklich. Was? Oh, moin. Wer bist du denn? Was muss ich machen? Muss ich in deinen Mund schießen wieder? Ah ja, okay, ich sehe schon. Good old Mund schießen. Haha, friss das. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also bis jetzt... Oh, bis jetzt ist der Kollege noch nicht so hart wie der Boss davor. Also dieser komische... Hier, wie hieß er noch? Jabba's a Hutt, Typi. Mit Super Missiles kann ich das doch auch machen, nicht? Das ist doch bestimmt wesentlich effektiver und ich habe noch genug, also total sinnvoll, die zu benutzen. Aber nicht so verschwenden hier, bitte. So, das war's mit den Super Missiles. Also der Boss ist überhaupt kein Vergleich zu dem Jabba the Hutt Boss. Der hier ist ja super leicht im Vergleich dazu, ey. Ganz ehrlich, ey. Jetzt, oh, komm, friss was. Wie viel hält der denn aus, ey? Okay, hab's drauf jetzt. Ich treffe ihn einfach ohne Ende. Wenn er mal aufhören würde zu schießen. Es kommt, stirbt, komisches Ding, ey. Na, jetzt kommt, Ey, hallo, hallo, Mann, ich möchte mal treffen hier. Das ist unglaublich. Ich habe nur noch 19 Raketen und nur noch wenig Energie. Ich habe gerade ziemlich verkackt. So, friss das. Stirbt, komisches Ding hier. Was ist das überhaupt? Sind das vier Augen auf deinem Gesicht, ey? Das ist ja ekelhaft. Aua, Mann. Man muss echt genau im richtigen Moment schießen. Ansonsten schießt man zu hoch oder er macht seinen dummen Mund schon wieder zu dann. Oh nein, ich habe keine Raketen mehr. Das ist ein bisschen scheiße jetzt. Ich habe keine Raketen mehr, nein. Ja, toll. Und jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe keine Raketen. Hier gibt es Energie, aber Energie brauche ich nicht. Ich brauche Raketen. Gib mal ein paar Raketen, bitte. Raketen, bitte. Oh Mann, jetzt geht er hier wieder. Ich glaube, man muss den runterschubsen von der Seite. Und das ist natürlich blöd, dass ich jetzt keine Raketen mehr habe. Und er... Danke. Aber zwei reichen nicht. Superbomben, auch interessant, aber brauche ich nicht. Energie, zwar nett, aber nicht das, was ich brauche. Ich brauche Raketen, du Arsch. Schieß mir Raketen. Das lohnt sich jetzt natürlich auch nicht, die zwei zu verbrauchen. Aua, ich...
Ich bin echt unfassbar kackenschlecht in diesem Spiel. Gib mir Raketen. Sind hier irgendwie Raketen? Kann das sein? Au, oh, nee, au, oh, das ist eine gefährliche Wand. Kann ich nicht durch ihn durchrennen? Nee, ups. Ich glaube, ich sterbe. Das ist natürlich uncool. Warum habe ich keine Raketen, Mann? Warum gibt es mir keine Raketen? Wie viel brauche ich, um den da runter zu stoßen? Vier reichen niemals im Leben aus. Okay, ja. Ja, danke. Toll. Kann ich aufgeben, oder was? Mit vier Raketen schieße ich den bestimmt nicht von seinem komischen Plateau da runter, ey. Ja, danke. Toll. Voll unfair. Wie viele Raketen brauchen wir bitte, um den runterzuschießen? Ey? Aber ich habe auch ziemlich viel in den Sand gesetzt, muss man dazu sagen. Oh, tolle Wurst, ey. Kacke. Naja. Im nächsten Part schnappen wir uns den aber und dann machen wir ihn richtig platt, würde ich mal sagen. Ey. Also, bis dann. Ciao.